Hey yo Leute auf Kanal Mr. German, lasst ein Like da und ein Abo, und heute ist was Trauriges passiert, und zwar ist heute mein dritter Hamster gestorben, genau, und dieser Hamster ist höchstwahrscheinlich auch mein letzter Hamster. Oh nein, da geht's jemandem gar nicht gut, guckt euch den mal an, fast am Sterben, ist gar nicht gut, das Alter macht nicht mehr mit, ne? Hier atmet er noch, aber ach, der Arme. Das fühlt sich so falsch an hier gerade. Einfach zuzugucken, wie ein Hamster stirbt und du kannst ihm nicht mal, also du kannst ihm ja nicht mal helfen, wisst ihr, was ich meine? Ich kann nicht helfen, ich muss einfach den Prozess jetzt laufen lassen, um das so sehr, sehr stark weh im Herzen, das zu sehen. Leute, ich war ganz kurz weg und jetzt hat er aufgehört zu atmen. Er bewegt sich gar nicht, auch wenn ich ihn anfasse. Fertig. Es waren jetzt seine letzten Minuten. Fertig. Das war's. Ich muss ganz kurz noch eine Warnung aussprechen, damit dieses Video nicht gebannt wird. Alles, was in diesem Video passiert, ist Computergrafik, alles ist fake und alles ist geschauspielert und alles ist geplant. Also bitte YouTube dieses Video nicht sperren. Alles ist Computergrafik. Hier liegt jetzt der Hamster. Und jetzt machen wir ihn in diese Box hier rein. Also jetzt habe ich hier das so reingemacht und jetzt machen wir den Hamster hier rein. Nochmal ein Beweis, dass er nicht eingeschlafen ist. Er atmet gar nicht mehr. Ich fasse ihn an, der ist hart und kalt. Das heißt, dass er gestorben ist und nicht eingeschlafen ist. Hier ist er. Genau. Jetzt machen wir ihn in diese Box hier rein. Mach doch. Jetzt habe ich ihn hier reingelegt. Also jetzt liegt er hier, jetzt machen wir noch ein bisschen Essen rein und dann fertig. Also jetzt machen wir hier jetzt den Engel rein. Also jetzt machen wir jetzt hier den Deckel rüber, über den Hamster. Genau. Also jetzt haben wir ihn hier verpackt. Hier nochmal alle Seiten für euch. Hier neben seinem Käfig das letzte Mal. Jetzt bringen wir ihn runter. Stopp. Jetzt stehen wir draußen und beerdigen ihn. Hier ist das älteste Grab von Flash. Da ist auch sein Kreuz. Das ist mein erster Hamster, der gestorben ist. Der hieß Flash, der ist mit 1,5 Jahren gestorben. Und hier seht ihr ein Video, wie wir ihn beerdigt haben. Hier ist das zweite Grab von Sunny. Hier ist auch das Kreuz. Hier seht ihr genauso ein Video, wie mein zweiter Hamster beerdigt wird. Und zwar ist es Sunny. Sie ist mit 2,5 Jahren gestorben. Und jetzt beerdigen wir Bobby Gold hier neben Sunny. Jetzt machen wir ein Loch in die Erde, um Bobby Gold zu beerdigen.
Hier graben wir, es ist anstrengend. Jetzt beerdigen wir Bobby Gold. Jetzt legen wir Bobby Gold in sein Grab rein. So. Jetzt begraben wir ihn hier. Und jetzt sind wir fertig mit dem Begraben. Jetzt machen wir noch das Kreuz rüber und dann sind wir fertig. Jetzt legen wir kleine Steinchen ums Grab, wie bei Sunny hier. Das erkennt man aber nicht mehr so. Und dann machen wir dieses Kreuz drauf und dann sind wir fertig. Jetzt machen wir das Kreuz um. So, jetzt sind wir fertig. Also jetzt werden wir den Käfig wegräumen, dann habe ich hier richtig viel Platz. Genau einen Tag, nachdem er gestorben ist. Als allererstes holen wir den Zubehör raus. Hier ist der Zubehör. Ich habe schon die erste Tüte runtergebracht, jetzt mache ich die zweite voll. Und die Sachen habe ich auch schon alle weggebracht, genau. Ja, jetzt müssen wir noch den Käfig leer machen, dann säubern und dann sind wir fertig. Jetzt habe ich die zweite Tüte runtergebracht, jetzt nur noch zwei Tüten so ungefähr und dann sind wir fertig. So, jetzt bin ich fertig, jetzt tragen wir den Käfig runter, er wird nochmal gründlich gesäubert. Ja, und dann sind wir fertig. Jetzt haben wir den Käfig weggetragen, jetzt machen wir ihn unten sauber und dann ist es auch Ende. Hier, jetzt wird hier alles sauber gemacht. Und jetzt nochmal zum Schluss, wie ich meinen dritten Hamster beerdigt habe, und zwar Bobby Gold, der 2 Jahre und 7 Monate durchgelebt hat, in einer Minute zusammengefasst. So, und das war's schon mit dem Video. Ihr könnt als Unterstützung ein Like und ein Abo dalassen. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was ich mit meinem Hamster gemacht habe. Es ist jetzt mein letzter Hamster gestorben, den ich noch da hatte. Ich werde mir keine mehr holen, glaube ich. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.